Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Freaky Ruff auf dem Kanal. Heute wieder eine Mediabook Madness. Die meiner Meinung nach vier größten, kultigsten Nippon-Splatter bzw. J-Splatter, die es so gibt. Machine Girl, Gothic und Lolita Psycho, Helldriver und Tokyo Go Police. Dann fangen wir mal an mit Machine Girl. Hier ein Rick Melton Cover, richtig geil. Ist hier die Zweitauflage von 8 Films, das heißt Zweitauflage, Neuauflage mit einem neuen Master. Die Dragon war ja nur ein Upscale, DVD-Upscale. Und hier sieht man, wie blutig es da zur Sache geht. Einfach geil. Hier das Bein, hier der Back. Lass uns mal reingucken. Hier die Blu-ray-Disc, hier die DVD. Der Innenprint, sehr gelungen. Und lass uns mal durchs Booklet blättern. Hier auch Asami, hat eine Nebenrolle. Asami. Asami kennt man ja als Japan-Fan. Muss ich sagen, die Handlung. Thorsten Harnisch übrigens, der Japan-Experte, hat hier das Booklet verfasst. Da geht's um ein Schulmädchen. Der Bruder wird umgebracht. Sie versucht, ihn zu rächen. Ihr wird dann die Hand abgeschnitten. Die Hand wird dann durch so Body-Modifikatoren dann zum umgebaut zu einem Maschinengewehr. Eine Gatling-Gun kriegt sie dann dahin und dann geht sie auf einen blutigen Rachefeldzug. Ziemlich geil, ziemlich splatterig, übertrieben splatterig. Man sieht, wie hier das Blut spritzt. Ich liebe einfach diese Filme. Sind einfach zu genial. Auch richtig crazy durchgedreht. So ein richtig geiler Nippon-Splatter halt. Ja. Richtig geil, richtig geil. Hier ein schönes Motiv. Hier ein BH mit so mit solchen rotierenden Dinger dran. Richtig crazy. Gothic and Lolita Psycho. Das Frontcover hier ist Lolita Psycho. Und hier spritzt das Blut schon. Hier das Bein. Der Back. Lass uns mal reingucken. Hier die Blu-ray-Disc. Hier die DVD. Innenprint nicht vorhanden. Lass uns mal durchs Booklet blättern. Hier auch Gothic and Lolita Psycho. Hier auch ein geiles Motiv, wie ich finde. Hier richtig geil gemacht. In dem Film geht es darum, von so einem Mädel wird die Mutter getötet und sie geht dann auf einen Rachefeldzug. Auch wieder richtig crazy, richtig blutig. Auch richtig abgedreht, so wie ein Nippon-Splatter halt sein sollte, muss. Macht richtig Laune, der Film. Sehr viele Informationen sind da nicht drin. Ja. Yoshihiro Nishimuras Helldriver, der auch Tokyo Go Police gemacht hat. Auch ein sehr rares Mediabook. Hier das Cover. Das Bein, Backmotiv. Lass uns mal reingucken. Die Blu-ray-Disc, die DVD, Innenprint. Ihr seht, dass ihr nichts seht, weiß. Dann lass uns das Booklet blättern. Auch hier ist das Booklet eher spärlich, aber immer noch besser wie bei Gothic and Lolita Psycho. Da geht es darum, die Welt ist mit Zombies übersät. Den Zombies, den wachsen solche Dinger vorne rauf und mit den Dingern kann man sind wichtig in der Welt, will jetzt nichts spoilern. Und da gibt es so Zombie-Hunter, die jagen die Dinger, die rauswachsen. Ja. Allein das Intro von dem Film, bis der Einspieler kommt, wie der Film heißt und so, das Intro kommt, dauert 45 Minuten oder 50 Minuten. Das heißt, hier sieht man die Hörner, die wachsen den Zombies raus, die schneiden sie ab, sammeln sie und verkaufen sie und so.
Auch mit Body Modification mit drin und so. Ja, sehr crazy, sehr crazy. Und hier ein weiterer Nishimura-Film. Tokyo Gore Police. Einer der besten Nippon-Splatter, die es gibt. Hier das Frontcover. Der Spine. Der Back. Dann lass uns mal reingucken. Die Blu-ray-Disc, die DVD. Imprint wieder weiß. So, dann lass uns mal durchs Booklet blättern. Auch hier. Das hier sind Mäuler an der Brust. Ja. Ziemlich crazy. Da geht's auch. Meine Polizistin, die so Gangsterjagd, die so modifiziert sind. Und da geht es auch viel mit so Body Modification. Und hier hat die Frau zum Beispiel an den Brüsten Mäuler und hier statt ein Bein so ein Krokodil. Das heißt, die sind so genmanipuliert, dass wenn die eine Extremitäten verlieren, dann wächst da irgendwas richtig brutal crazy Sachen nach. Und es wird hier gesplattert und gesplattert und gesplattert. Auch ein Meilenstein des Nippon-Splatters, meiner Meinung nach. Ja, und hier, lop, lop. Eine Schnecke. So, hier haben wir sie alle vier im Bild. Ich hoffe, von Tokyo Gore Police kommt demnächst von 8 Film was. Das wäre richtig geil. Aber sonst richtig geile Dinger. Als Splatter, Japan-Splatter-Fan, ist das hier der heilige Gral. Ich hoffe, euch hat der kleine Snack gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Guckt gerne Filme, guckt viele Filme. Ciao, ciao.